Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play The Sims City Run mit... Yay! Okay, gut. Das hier ist mein zweites Let's Play-Projekt. Neben Mario gibt's ab. Weil mir dieses Spiel auch sehr gefällt. Und ja, ich denke, ich kann das händeln in zwei Projekten machen. Ja. Okay, ich mag das Spiel sehr. Und ich bin auch froh, dass ich die Deutsch... Also ich spiele es halt auf dem PC. Und die PC-Version ist sehr selten in Deutsch. Mit jedem Musik-Dings, also... Dass man immer auch im Auto und so immer Musik hat und nichts verbuggt ist und alles in Deutsch ist. Das ist sehr selten zu finden, aber ich hab's gefunden. Ja. Ich hab schon angefangen, weil nicht durchgespielt. Daher spiele ich das jetzt mit euch durch. Yay. Welches Spiel überhaupt? Hab ich dir eben schon zweimal erzählt. Na, ich werd's ja sehen. Du hörst mir nicht zu, aber egal. Erste Zwischensequenz. Hey, hey, Kinder! Ich werbe für eine neue Cola! Und diesmal ist sie sicherlich nicht die. Und alle Zwischensequenzen sind auch dabei. Die neue verbesserte Bass-Cola wird nur aus feinstem Zucker und Wasser hergestellt. Und zudem so enthält sie eine besondere Zutat. Zu jede Zwischensequenz. Es ist komplett auf Deutsch und es ist die PC-Version. Um all den jämmerlichen Kram zu erledigen, der von euch verlangt wird, probiert die neue und verbesserte Bass-Cola. Cola muss Bass-Cola haben. Natürlich will Homer Bass Cola haben. Okay, es wird geladen. Ja, Mann, es wird geladen. Mir gefällt es, wenn es lädt. Ah, nee, ich mag es ja nicht, wenn es lädt. Ich mag das, wenn es lädt. Da muss man immer so lange warten. Ein bisschen warten. Komm schon. Bingo. Okay, sprich mit Marge. Okay, die Dokili. Okay, man muss dazu auch sagen, in den Konsolenvarianten des Spiels wird auch immer so... Bart erzählt dann auch so richtig, was man machen kann und muss und tut. Und soll, was auch immer. Ich habe die Steuerung jetzt ganz auf der Tastatur gelegt, weil ich auch nichts anderes als meine Tastaturen zu spielen. Ja. Okay. Ja, also... Auf den Konsolenvarianten ist natürlich immer jedes Musikstück drin, also man hat immer Musik, die Sprache ist immer dabei. Natürlich auch auf der Sprache und so und... hat keine Bugs, aber in der PC-Version findet man zum Beispiel nur gecrackte Versionen öfters, die dann halt immer auf Englisch sind, man hat die Musik nicht, man hat Cutscenes nicht und das ist alles ein bisschen buggy. Aber diese Version hier, die habe ich gefunden, die ist sehr, sehr selten zu finden, wie ich bereits gesagt. Man hat immer Musik, egal was man tut, halt ganz normal. Es ist in Deutsch und man hat wirklich keine Bugs und alles, ist so geil einfach und ich kann es mal wieder betonen. Das war Action. Cool, cool. Jedenfalls ist es so eine Art halt GTA-Spiel mit den Simpsons. Ja. Das kann ich auch wirklich empfehlen. Ui, schön. Yay, und das sind Sammelkarten. Ich werde nicht versuchen, jede Sammelkarte zu finden, geschweige denn jedes Auto zu kaufen und so. Oder jede Verkleidung. Ich mache das gerade so, wie ich dazu Lust habe und ja. Ich habe das Spiel schon mal ziemlich weit gespielt. Ich war dann wahrscheinlich bei Level. Ich glaube, es gibt die 7 Level. Also 7 verschiedene Personen. Man spielt auch manche Personen doppelt. In verschiedenen Levels halt. Und ich war jetzt bei dem ersten oder beim zweiten Lisa-Level. Das ist schon irgendwie Level 5 von 7 oder so. Das, ja. Wir können jetzt auch einfach hier ein Auto klauen und fahren. Menschen sterben nicht, wenn wir so überfahren, sondern die kugeln einfach irgendwo hin. Und dann geht diese gelbe Anzeige durch rechts hoch. Das ist die Hit-and-Run-Anzeige. Wenn die voll ist, dann kriegen wir einen Hit-and-Run. Wenn wir den Hit-and-Run bekommen, das ist nicht gut, weil dann verfolgt uns die fette Bullerei. Und das ist halt nicht gut. So, mit Schiff können wir auch rein. Klar. Das sind Telefonzellen. In Telefonzellen können wir uns dann später unsere Autos sparen lassen, die wir schon gekauft haben. Oder wir können neu kaufen. Dafür gibt es auch Autohändler. Egal, sprechen wir mal. Oh je, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Natürlich war es wahrscheinlich Milhouse, also leicht. Ja. Wie Sahne. Sahne. Wo ist das Auto hin? Ich sag ja, das Spiel ist 100% bugless. Das hatte ich noch nie. Hey, okay, muss man uns einfach das Auto neu spawnen lassen. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kraul dir auch den Rücken. Los geht's! Fahr zum Quickie Mart. Okay, eigentlich soll man ja da lang, aber hier gibt's eine Abkürzung. Die Schrumpfschlüssel sind geil, wenn man durch die Schwerter... Ich wollte eine Erdnuss! Fress meinen Staub! Lern erst mal fahren! Volltrottel! Ja, und da ist der Quickie Mart schon. Fetter Tokyo Drift! Yeah! Was?
Ach so, mit Pro F. Frisch meinen Staub. Ich jetzt, ich hab das auf die Minus warten. Cool. Egal, auf in den Quickie Mart. Oh nee, 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 da lasse ich mir nicht hingehen. Im Bass-Kohle-Automaten so viel Geld. Taste? Oh. Falsche Taste. Erstmal so viel Geld und das ist so geil. Oh. Lieber Mund, Apu. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Wo ist das Eis mit dem Krokant, das deine Frau heute Morgen gekauft hat? Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Okay, cool. Ja. Ausgezeichnet, Oma. Mission erfüllt. Jetzt geh nach Hause zu Mom, um die nächste Mission zu starten. Das ist schön. Ja, solche Sachen liest Bart auch vor. Sagt die, was auch immer. Aber irgendwie nicht die Steuerungstutorials wie in der GameCube-Version, die ich auch auf dem Rechner habe. Leute, sowieso. Top the Drift! Und was macht Merlin gerade? Vielleicht war er ein Co-Kommentator. Der Skype, also der Skype mir heute übrigens, boah, so er Skype wie ein Handy mit mir. Ja, das ist mega cool. So. Quest erledigt. Romy, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Muss ich wirklich? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Und ich muss auch noch arbeiten gehen? jetzt fahr ich euch da. Also ist so geil. Ich mein, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die meisten Quests, wenn du dahin bestehen, Sachen irgendwo hinzufahren oder selbst irgendwo hinzufahren, um dort irgendwas halt zu machen. Aber naja. Du bist jetzt schneller als weg, dass Kinder in der Schule sind oder so. Das kann ich leben. Oh fuck. Damn it, okay, das können wir einfach neu starten. Ich weiß, wir in die falsche Richtung gefahren. Na gut, aber so an sich ist das Spiel mega cool. Why the fuck? Super! Oh lol. Okay, Hey, das wurde aber auch Zeit. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Okay, nur noch ein paar mehr. Super durchtrainierter Tempolümmel. Ja, wo weiß was? Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Friss meinen Staub, Staubfresser. Wirklich hart auf kurz bei dem Rennen. Es gibt auch später so richtige Rennmissionen, wo man halt so richtige Rennen fährt gegen seine Rennzeit. Zum Beispiel Lisa. Und Lisa kann richtig nervig werden später, aber. Nicht so nervig wie manche anderen. Ich bin Exzellente! Fest. Okay, das war jetzt schon richtig einfach so. Aber, ja. Früher hatte ich da auch ein paar mehr Versuche gebraucht. Aber jetzt kann ich schon die Abkürzung machen. Daher. Sprich mit Lisa. Danke, dass du mir mein Modell des Verdauungssystems vorbeibringst. Hey, wo ist die Gallenblase? Ich war hungrig. Und es war eine Feige. Es war aus Ton. Übrigens, Dad, Mom hat gerade angerufen. Sie muss unbedingt zu Hause mit dir reden, bevor du arbeiten gehst. Nein! Du kannst nicht mal! Nein! Ja, geil. Okay, würde ich sagen, fahren wir nochmal zum Haus der Simpsons, also nach Hause im Endeffekt. Und dann beende ich den ersten Part und mache dann halt die nächste Mission dann im nächsten. Nehme dann wahrscheinlich jetzt hier noch direkt noch ein paar Mario's ab auf, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss aber gucken, wie so eine Aufnahme da wird. Aber erstmal gibt's. Oh Gott! Part von zwei Projekten. Nicht zu sorgen. Patrick zwei Spieleprojekte so mal bringt. Das ist echt hoffe ich etwas. Also wenn euch das gefällt, dann ist das nicht zwei Projekte gleichzeitig mache, dann schreibt das mal in die Kommentare. Fände ich auf jeden Fall cool. Ich war schon genug Geld, um das Outfit zu kaufen. Ich denke, das wäre cool. Weil die Homo-Outfit ziemlich cool sind. Doch, komm mal dabei. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Hey! So ist das, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet. Okay. Ich würde sagen, speichern wir jetzt hier ab. Welchen speichern? Ach nee, das ist mein Spielstand. Mein Spielstand will ich nicht überspeichern, weil da will ich selbst noch weiterspielen. Ist ja auch klar. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Simpsons Hit and Run oder bei Mario Gives Up, je nachdem, was jetzt halt folgt. Ich sage bis dahin und tschö. Sag tschö, Merlin. Tschüss.